Herzlich willkommen zur Webkonferenz von Deloitte. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrages haben Sie die Möglichkeit, Fragen über die Chatfunktion unten links in Ihrer Webcast-Einsicht einzureichen. Herr Hessenbruch wird nun die Konferenz beginnen. Ja, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Deloitte-Cast Herausforderungen an die moderne Konsolidierung. Mein Name ist Michael Hessenbruch, ich bin Partner im Stuttgarter Büro von Deloitte im Bereich Consulting. Ich leite in Deutschland den Bereich Financial Management, Accounting and Reporting. Ich werde Sie heute zusammen mit meinem Kollegen Raimund Bleckmann aus dem Düsseldorfer Büro durch diesen Webcast führen. Wir haben beide in den letzten Jahren bei verschiedenen Unternehmen Konsolidierungsprozesse, Organisationen und Systeme konzipiert und eingeführt und würden Sie gerne heute ein wenig an dieser Erfahrung teilhaben lassen. Wir wissen nicht ganz genau, in welchem Stadium der Überlegungen oder Implementierungen Sie im Moment gerade stehen. Wir werden deshalb versuchen, verschiedene Aspekte bei einer Konsolidierungslösung entsprechend anzusprechen. So wie es auch gerade eben genannt wurde, Sie können gerne auch direkt Fragen im Chat unten stellen. Wir werden dann versuchen, die am Ende entsprechend zu beantworten. Was haben wir heute mit Ihnen vor, um diese Agenda abzuarbeiten? Im ersten Schritt werden wir nochmal einsteigen in die Rahmenbedingungen für eine moderne Konsolidierung, um nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, was sind die Dinge, die heute eben entsprechend gegeben sind, die in einer Konsolidierung mit beachtet werden müssen, um dort modern unterwegs zu sein. Danach werden wir etwas konkreter einsteigen in die Herausforderungen an die Konsolidierung und werden dort herausarbeiten, welche Herausforderungen von der externen, aber auch von der internen Informationsversorgung an Sie herangetragen werden im Bereich der Konsolidierung. Und eben dann anhand dieser Herausforderungen, anhand von Praxisbeispielen mal zu zeigen, wie solche Dinge gelöst werden können und an welche Dinge einfach zu denken ist, um Ihnen da auch ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, was man in dem Bereich alles machen kann. Ganz am Ende werden wir nochmal kurz an den Projektansatz, der bei Deloitte in Konsolidierungsprojekten standardmäßig angewandt wird, nochmal darzustellen. Das ist sicherlich etwas, was man spezifisch anpassen wird auf Ihre spezifische Situation, die Sie haben in Ihrem Bereich, nur damit Sie einen Anhaltspunkt haben, wie man sowas anpacken kann, wenn Sie Ihren eigenen Projektplan entsprechend dann aufbauen. Im ersten Schritt gehen wir mal kurz auf die Rahmenbedingungen ein. Wir haben versucht, das exemplarisch mal an unserem eigenen Informationsmodell mal entsprechend darzustellen. Wir nennen das den Deloitte Integrated Performance Management Cycle, bei dem es im Grunde genommen darum geht, den Steuerungskreislauf im Unternehmen einmal darzustellen. Und wir haben versucht, an jeder Ecke dieses entsprechenden Cycles, anfangen von der Strategie bis zum entsprechenden Forecasting, nochmal darzustellen, für was eigentlich die Konsolidierung benötigt wird. Es ist nämlich eben nicht mehr nur so, dass die legale Konsolidierung zum Jahresabschluss der einzige und auch nicht der Hauptgrund für die Konsolidierung ist. Im ersten Schritt fangen wir bei der Strategie an. Sie sehen auf der strategischen Seite sehr häufig die Anforderungen der Strategieabteilungen, im ersten Schritt mal einen Überblick zu bekommen über derzeitige Informationen aus den einzelnen Bereichen, Produkten, Gruppen oder entsprechenden Teilkonzernen, um dort im ersten Schritt mal über strategische Entscheidungen nachdenken zu können, die auf der Basis von konsolidierten Informationen dann beruhen. Der erste richtige Punkt, bei dem es sehr stark auch in Konsolidierungssachverhalte hineingeht, ist dann in der Planung bzw. in der Budgetierung, bei der die Anwendung von bestimmten Konsolidierungsarten sicherstellen muss, dass Zahlen aus den einzelnen Bereichen so zusammenkonsolidiert werden, dass die Steuerungsobjekte des Konzerns eben entsprechend dann dargestellt werden und man eine zusammengefasste oder konsolidierte Sicht auf die geplanten Zahlen der einzelnen Bereiche ermöglichen kann. Das würde letztendlich dazu führen, dass man A, eine effektive Konzernsteuerung in den Zielvereinbarungsgesprächen zwischen der Zentrale und den einzelnen Geschäftsbereichen sicherstellen kann. Zweitens, dass es aber auch so ist, dass man hinterher eine Vergleichsbasis hat für die Ist-Zahlen. Das heißt, auch hier haben wir eine Anforderung, die aus dem Business kommt, um eben entsprechend dort die Zahlen zu konsolidieren.
Im Management Reporting läuft im Grunde genommen genau dieses dann ab, wo wir versuchen, über die Zahlen aus dem East und die Zahlen aus dem Plan heraus eine Abweichungsanalyse zu machen, sodass dann dort gleichartige Konsolidierungsschritte vorzunehmen sind, um eine Vergleichbarkeit der Zahlen herzustellen. Und deswegen ist es wichtig, dass eben auch für die interne Steuerung, und da ist eben der große Unterschied zur legalen Konsolidierung, dass dort Managementstrukturen eben entsprechend abgebildet werden müssen, wie etwa Teilkonzerne, wie etwa Produktgruppen, wie etwa eine der legalen Konsolidierung entgegenlaufende Strukturierung eben entsprechend darzustellen ist. Diese unterschiedlichen Strukturen sehen Sie im nächsten Schritt dann auch, wenn Sie in die Konsolidierung des Konzernabschlusses auf der legalen Berichtswesenebene eingehen. Denn dort sehen Sie, dass gegebenenfalls die Strukturen, in denen konsolidiert werden muss, zwar unterschiedlich sind, aber eine entsprechende Überleitung zwischen den beiden internen und externen Bereichen natürlich jederzeit gewährleistet sein muss und auch im Konsolidierungssystem entsprechend abgelegt werden kann. Und das ist sicherlich etwas, was eine große Herausforderung dann an die moderne Konsolidierung stellt. Auf der Analyse ist es eben entsprechend so, wenn Sie hingehen und sagen, Sie haben dort eine konsolidierte Basis für Ihre Entscheidungen, dann können Sie dort eben entsprechend auch sehr gut die Konzernperformance, aber auch entsprechend die Analyse der einzelnen Leistungsbereiche mit darstellen. In den letzten beiden Punkten ist es so, dass Sie diese Informationen dann weiterverwenden über die Intervention und dann auch über das Forecasting. In vielen Fällen ist es inzwischen so, dass auch die Forecasting-Daten sehr zügig dann konsolidiert werden müssen, um dort eine Vergleichbarkeit auch mit den Forecast-Daten, mit den Ist-Daten und mit den Plan-Daten entsprechend herbeizuführen. Grundsätzlich sehen Sie, dass eben in diesem Kreislauf an verschiedensten Stellen konsolidierte Zahlen abgefordert werden, meist in einem vergleichbaren oder einer Aufbereitung, die vergleichbar ist mit den anderen Bereichen und eben eine umfassende Informationsdarstellung aus interner Steuerungs- und externer legaler Sicht darstellen muss. Und das sind eigentlich die größten Herausforderungen, die wir in dem Bereich in der Konsolidierung heute sehen. Auf der Seite haben wir Ihnen einfach mal ein paar Aussagen zusammengestellt, die wir häufig von Kunden entsprechend hören, um dort sehr stark dann auch nochmal an Beispielen zeigen zu können, was das an Bedeutung hat und was die Anforderungen entsprechend sind. Vielleicht Raimund, wenn du da nochmal stärker darauf eingehen kannst und auch anhand der Aussagen nochmal vielleicht einige Beispiele erläutern. Ja, gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie schon gesagt, wir haben hier mal aus dreierlei Perspektive typische Aussagen aufgeschrieben, die mit Problemen in der Konsolidierung eigentlich zu tun haben. Wenn wir von oben im Konzern anfangen, Geschäftsleitung, Vorstand, wie auch immer, typische Frage, ja, was macht es denn aus, was macht es, hat es für einen Effekt, wenn wir jetzt dort in diesem Investment Anteile erhöhen von 40% auf 60% zum Beispiel. Macht das Sinn und wer kann mir da überhaupt die Auswirkungen in kurzer Zeit darstellen? Dann typische Aussage natürlich auch, die anderen schaffen es nicht, einfache Nachfragen schnell zu beantworten. Das heißt, wo kommen welche Zahlen her, warum ist die Zahl so, wie sie ist? Und typischerweise auch, der Bericht, den wir bekommen, der konsolidierte Bericht, ist eigentlich schon nicht mehr aktuell, wenn er auf dem Tisch liegt. Dementsprechend dauert das Ganze viel zu lange. In der Konsolidierungsfunktion sozusagen als Sandwich dazwischen, zwischen den Gesellschaften und den Berichtsempfängern, die beklagen sich, warum die Abstimmungen immer so lange dauern. Hier und da ist nicht immer klar, wie Dinge konsolidiert werden sollen, die vielleicht dann auch nur lokale Anforderungen betreffen oder typischerweise Fehler, manchmal ganz offensichtliche, wie sind aktiver gleich passiver, tauchen dann auf einmal relativ spät im Konsolidierungsprozess auf, obwohl es wirklich nicht schwer ist, die zu sehen.
Und dann gibt es auch noch das Spielchen zwischen Controlling und externem Rechnungswesen, wo vielleicht auch nicht immer die gleichen Definitionen von bestimmten Konten oder Begriffen verwendet werden. So, bei den Gesellschaften ist natürlich auch eine ganz andere Perspektive nochmal vorhanden. Beispielsweise, jetzt wurde IFRS eingeführt und wir müssen alles doppelt machen. Oder ich habe keine Ahnung, wo das am Ende im Konzernabschluss erscheint. Oder ich finde meine konsolidierten Zahlen nicht wieder, wiederum auch dann im konsolidierten Bericht vielleicht. Und auch dort natürlich, die Abstimmungen zwischen den Gesellschaften brauchen immer Jahre. So, und das sind einfach mal so ein paar Highlights von typischen Aussagen bezüglich Konsolidierungsprozessen, insbesondere wenn eben die Dinge nicht sauber funktionieren. Und diese beobachteten Probleme, die werden eigentlich dadurch verstärkt durch neue Herausforderungen an die moderne Konsolidierung. Und darauf möchte ich jetzt mal detaillierter eingehen. Wir haben auf dieser Folie mal 6 Faktoren aufgezeichnet, die Herausforderungen darstellen für die Konsolidierung. Und zwar 3 externe. Ich fange mal mit dem obersten an. Zunächst mal schnell wechselndes Geschäftsumfeld. In der heutigen Zeit mit unbeständigen Kapitalmärkten und ständigen M&A-Aktivitäten sieht halt die Welt morgen auch für den Konzern nicht mehr so aus wie heute. Und dementsprechend müssen Informationen einfach top aktuell sein. Dazu kommt natürlich der Wettbewerb, der sich verschärft und damit auch der Kostendruck. Das wiederum hat auch Einfluss auf die Finanzfunktion. Immer öfter wird dort ein Benchmarking durchgeführt, um dann festzustellen, das kostet alles viel zu viel, unsere Aktivitäten, und selten ist natürlich die Finanzfunktion und damit auch die Konsolidierungsfunktion als Profit Center geführt, und dementsprechend ist der einzige Ansatz dort Kosten zu sparen und die Effizienz eben zu steigern. Weiterer Faktor aus externer Sicht sind natürlich immer höhere Anforderungen der Rechnungslegung, der Kapitalmärkte oder irgendwelcher regulatorischen Institutionen, je nach Branche. Es ist so, dass auch wenn man dann vielleicht einmal auf IFRS umgestellt hat, dann auch feststellen wird, das ist jetzt auch nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern es wird immer wieder dran rumgebastelt, und am Ende kommt meistens dabei heraus, dass mehr Informationen generiert und auch publiziert werden müssen. Im internen Bereich sehen wir natürlich eine viel stärkere internationale Ausrichtung, auch schon kleinerer Konzerne heutzutage als früher. Und das stellt natürlich auch die Konsolidierungsprozesse vor ganz neue Herausforderungen. Dann allgemein ein steigender Bedarf an Informationen für die Steuerung, die natürlich exakt und schnell bereitgestellt werden müssen. Um eben die Konzernsteuerung, die wir eben an diesem Performance Management Cycle gesehen haben, auch durchführen zu können. Und ein dritter Punkt im Rahmen der internen Faktoren: die Geschäftsvorfälle insgesamt werden immer komplexer. Man denke nur an die Zerlegung von Wertschöpfungsketten. Das geht dann oft einher auch mit der internationalen Ausrichtung. Das heißt, dass es über Ländergrenzen hinweg geschieht. Und umso wichtiger wird eine konsolidierte Betrachtung der Gesamtgruppe, um nicht entscheidende Dinge wirklich zu übersehen in der Analyse und auch natürlich in der Ausrichtung für die Zukunft. Im Rahmen dieses Deloitte-Casts möchte ich gerne 3 diese Aspekte genauer betrachten, und zwar die Sie dick umrahmt sehen: der zunehmende Wettbewerb und Kostendruck, dann die stärkere internationale Ausrichtung und die Komplexität der Geschäftsvorfälle.
Fangen wir mit dem Wettbewerb und Kostendruck an. Wir haben eben schon gesagt, die Finanzfunktion ist kein Profit Center und immer öfter stellt man fest, dass dort Kosten eingespart werden müssen. Dementsprechend muss auch die Konsolidierungsfunktion innerhalb der Finanzfunktion möglichst effizient gestaltet werden. Was bedeutet das jetzt für den Konsolidierungsinhalt? Das ist zum einen eine ganz starke Integration, nicht nur inhaltlich, auch organisatorisch der Konsolidierung in die Finanzfunktion und innerhalb der Finanzfunktion. Die Zeiten sind also vorbei, wo Managementkonsolidierung in einem Gebäude ihr Ding gemacht hat und die externe Rechnungslegung den Jahresabschluss im anderen Gebäude und dann vielleicht die Steuerabteilung nochmal was anderes gemacht hat. So funktioniert es heute nicht mehr und wir sehen halt ganz klar den Trend, das ganz stark zu integrieren, damit die Rechte auch was die Linke tut. Was jetzt die Konsolidierungs- und Berichtsinhalte angeht, da ist es ganz wichtig, wirklich über alle Konzernebenen hinweg Berichtsinhalte zu standardisieren, damit man wirklich auch die gleichen Prozesse, Tools und Ressourcen verwenden kann. Es ist einfach ein großes Chaos, wenn jeder Teilkonzern oder jede Division macht, was sie will und dementsprechend Zahlen nicht übereinander passen und auch nicht nachverfolgt werden können. Das führt uns zum Prozess. Klar, das Ziel muss sein, wirklich einen durchgehenden, integrierten Konsolidierungsprozess zu haben. Wirklich eine End-to-End-Betrachtung und nicht immer wieder Übergabe von Schnittstelle zu Schnittstelle nach dem Motto, ich empfange einfach mal das Reporting-Package und der Rest ist mir egal. Das wird nicht die Effizienzen bringen, die benötigt werden, um eben die Kosten niedrig zu halten, auch für die Finanzabteilung. Wenn ich dann so einen Prozess effizient gestaltet habe, dann muss der sicherlich auch durch entsprechende Software unterstützt werden. Und so ein Tool muss wirklich sorgfältig ausgewählt werden und auch konzipiert werden, damit die Automatisierung, die das Ziel dort ist, wirklich auch erreicht wird und der Prozess ideal unterstützt wird. Über diese Punkte werden wir später noch mal etwas genauer sprechen, wenn es um das Thema Softwareauswahl geht. Schließlich eben eine End-to-End-Betrachtung. Die Automatisierung eines solchen Prozesses fängt bei der Datenquelle an. Ich kann das tollste Konsolidierungstool haben und den effizientesten Konsolidierungsprozess, nützt mir alles nichts, wenn meine Finanzbuchhaltung und das Controlling sozusagen dort, wo die Daten entstehen, die Granularität, den Detaillevel nicht liefern kann und alles das, was ich eben an Informationen für die Konsolidierung brauche. Soweit erstmal zur Theorie, jetzt mal zur Praxis. Wir haben hier mal ein Beispiel gezeigt von einem Kundenprojekt, wo es darum ging, Aspekte oder Maßnahmen zu bestimmen für die Verbesserung des Konsolidierungsprozesses, also letztendlich von der Quelle. Wir nennen das Close Consolidate Report, also Abschlussprozess, Einzelabschlussprozess, Konsolidierungsprozess und Berichtswesen, dort ein Maßnahmenpaket zu schnüren und entsprechend zu priorisieren. Ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Maßnahmen eingehen, sondern eher Ihnen diesen Überblick geben, wie wir da normalerweise vorgehen. Das ist also in wochenlanger Kleinarbeit, in Workshops mit einzelnen Berichtseinheiten und dem CFO und der Konsolidierungsabteilung, also ganz vielen Beteiligten entstanden. Und wir kategorisieren dann normalerweise in mehrere Bereiche. Zum einen eben prozessorientierte Maßnahmen. Das kann jetzt zum Beispiel wirklich das Einhalten des Berichtskalenders durch alle Beteiligten sein oder inhaltliche Maßnahmen,
wo zum Beispiel vorgeschlagen ist, die Steuerberechnungen zu vereinfachen im Reporting, was nicht am Jahresende ist, oder Systemmaßnahmen, dass man einfach die Automatisierung erhöht oder die Konsolidierungseinheiten, die Anzahl verringert. Oder eben Rahmenbedingungen, ja, wie Training oder bestimmte Änderungen in IFS-Kommunikation eher herzustellen. So kann man also dann solche Maßnahmen auf so ein Portfolio darstellen, um zu sagen, welche der Maßnahmen haben denn einen sehr hohen Vorteil und verspricht man sich Effizienz- oder Effektivitätsgewinne und wie hoch ist dann entsprechend der Aufwand einer solchen Maßnahme. Davon kann man dann relativ schnell einen Überblick bekommen, wo man sich fokussieren sollte. Soviel zunächst mal zu dem Thema Wettbewerb und Kostendruck. Zweiter Punkt, den wir mal detailliert angucken sollten, ist stärkere internationale Ausrichtung und all das, was damit zu tun hat. Im Konsolidierungsinhalt bedeutet das oft, dass regionale Segmente oder Währungseffekte auf Transaktionsbasis noch normal oder oft noch nicht berücksichtigt werden heutzutage, aber eigentlich Teil des Standardreportings sein müssten. Das heißt, die regionale Sicht wird oft vernachlässigt und ja, die Aufteilung von zum Beispiel Abstimmungsdifferenzen, Eliminierungsdifferenzen in Transaktionswährungen, also Währungseffekten auf Basis der gemeldeten Transaktionswährungen und tatsächlichen Differenzen, ist also letztendlich mittlerweile halt auch ein Muss in einer stärker internationalisierten Welt. Was den Inhalt angeht, muss ich natürlich auch dort sehen, dass grenzüberschreitende Geschäftsmodelle auch in den einzelnen Datenquellen schon berücksichtigt sind, sodass ich nicht mehr jedes ERP-System einzeln vor mich hinlaufen lasse, sondern schon dort sorge, dass die Vernetzung funktioniert und die Informationsdetails auch aus den Systemen geliefert werden, um solche Dinge überhaupt greifbar zu machen und entsprechend dann auch in der Konsolidierung zu berücksichtigen. So was die Prozesse angeht, müssen natürlich auch diese Dinge automatisiert werden und letztendlich in deutlich komplexeren Konsolidierungstools abgebildet werden, um diesen Anforderungen entsprechend gerecht zu werden. Als Beispiel zu diesem Thema Internationalisierung möchte ich mal die folgende oder diese Folie, die Sie jetzt sehen, zeigen. Dort geht es um das Thema Komplexität der Währungsumrechnung. Hier sehen wir links das, was normalerweise logischerweise in einem Konsolidierungstool passiert, nämlich ich habe die Hauswährung der entsprechenden Gesellschaft und eine Konzernwährung, soweit erstmal so klar. Aber wir hatten in diesem Beispiel die Anforderung, dass wir auch eine zusätzliche Währung, nämlich diese Flatrate, diese Euro-Flatrate, die Sie in der Mitte, in dem BW-Cube dort sehen und auch rechts in dieser Dose von der Subsidiary, also dem ERP-System, diese Währung zusätzlich mitzuführen, um Währungseffekte auch gegenüber der Planung zum Beispiel herausfiltern zu können und dementsprechend Planabweichungen besser analysieren zu können. Ja, das kann auch eine Budgetrate sein, die dann mitgeführt wird. Das kann auch im Konsolidierungstool geschehen, aber in diesem Setting war halt das Konzept dann diesen Vergleich letztendlich in der Mitte dort in einem gemeinsamen Closing, also Data Warehouse für Closing und Reporting darzustellen.
diese Dinge müssen halt von Anfang an mit in eine Konzeption auch einfließen, und sie wirklich auch mit zu automatisieren und nicht dann am Ende bei solchen Dingen wieder trotz vielleicht eines neuen Konsolidierungssystems mit einer Excel-Lösung hantieren zu müssen. Als letzter Fokuspunkt heute, zumindest mal was die Herausforderungen angeht, der Punkt komplexe Geschäftsvorfälle und Modelle. Schauen wir mal wieder zuerst auf die Auswirkungen auf den Inhalt. Die Konsolidierung muss halt heutzutage dazu dienen, auch solche komplexen Geschäftsvorfälle und komplexe Geschäftsmodelle zu dokumentieren und transparent zu machen, damit am Ende auch eben solche Dinge noch nachvollziehbar sind und eben erklärbar bleiben. Zum Beispiel betrifft sowas auch die Informationen für die Segmentkonsolidierung, die nach IFRS eben bereitgestellt werden müssen und meistens ja nicht dementsprechend, wie der Konzern jetzt die legalen Einheiten aufgebaut hat. Zweiter Punkt dort bei IFRS sind sicherlich die Services, also auch ein Beispiel für neue Berichtsanforderungen. Immer mehr gerade Unternehmen oder Konzerne des produzierenden Sektors drängen natürlich in lukrativere Dienstleistungsbereiche hinein oder koppeln eben Produkte mit Dienstleistungen. Und da schreibt IFRS eben vor, dass zumindest mal die Umsätze daraus separat ausgewiesen werden müssen. Und in vielen Fällen ist das ein Problem, dass die Daten eben auch in der Konsolidierung so bereitstehen. Dann dritter Punkt, was den Inhalt angeht. Auch hier müssen die detaillierten Daten für eine mehrstufige und auch vielleicht auf mehreren Dimensionen basierende Konsolidierung an der Quelle eben schon generiert werden. Wieder der End-to-End-Prozess-Gedanke. So, was uns dann wieder zu dem Aspekt Auswirkungen auf den Konsolidierungsprozess führt. Gerade wenn komplexe Geschäftsvorfälle wiederkehrend sind, also eben nicht nur einmal vorkommen, sondern vielleicht eben zum Geschäftsmodell selbst gehören, ist es auch dort wichtig, diese automatisch abzuwickeln und nicht als Sonderfall zu betrachten, um eben die Effizienz des Gesamtprozesses nicht zu gefährden. Wenn ich das wiederum automatisieren möchte und vielleicht eine mehrstufige Konsolidierung auch brauche mit Teilkonzernen, muss das entsprechend in einem Konsolidierungstool berücksichtigt werden und wirklich technisch auch durchdacht werden, wie diese Dinge abgebildet werden können. Bedeutet, am Ende habe ich unter Umständen neue Teilprozesse, um bestimmte Daten überhaupt sammeln zu können, vielleicht am Beispiel der Serviceanteile von Umsätzen und auch zusätzliche Dimensionen, wie wir das nennen, im Datenmodell, ja, dass ich nicht mehr nur Richtung legale Einheit denke, sondern eben auch Management-Einheiten konsolidieren muss, was letztendlich eine Matrix von Konsolidierungseinheiten beschert, die ich mit dem Konsolidierungstool letztendlich abarbeiten muss. Das führt uns zur nächsten Folie, wo eben einfach mal ein Beispiel dargestellt ist für eine Matrix-Sicht eines Konzerns. Sie sehen unter der Überschrift Reporting Entities View, Legal Dimension, so eine klassische Konzernsicht mit zwei Teilkonzernen und den entsprechenden Berichtseinheiten, eben legalen Einheiten darunter. Und innerhalb des Teilkonzerns 2 gibt es eben nochmal zwei Unterteilkonzerne. Soweit erstmal so gut. Wenn nicht die zweite Dimension da wäre,
nämlich die Segmentsicht. Das sieht man dann an der linken äußeren Kante der Folie, nämlich die Management-Dimension. Das heißt, ich habe den gleichen Blick vom obersten Knoten, also auch wieder Division View, aber innerhalb dieser Division eben zwei Segmente, die sich aus Teilen der Legal Entities speist. So, und das, was man hier sieht, ist, es gibt eben Beziehungen, die zwischen den Legal Entities stattfinden. Die gelben Pfeile, also ganz klar Intercompany-Beziehungen. Aber aus Sicht jetzt der Management-Dimension, also zwischen Segment A und Segment B, sind die roten Beziehungen, selbst wenn sie sogar innerhalb der gleichen legalen Einheit sind, eigentlich Geschäfte mit Dritten. Ja, wenn ich Segment A konsolidiert darstellen möchte, dann darf ich halt nichts, was im Segment B passiert und mit meinem Segment A eine Interaktion hat, also sprich den roten Pfeilen entsprechend, das darf dann nicht eliminiert werden, sondern muss eigentlich entsprechend stehen bleiben. Und das ist die Komplexität dieser Matrixkonsolidierung, dass ich eben in zwei Richtungen eine volle Ausprägung einer Konzernhierarchie mit verschiedenen Stufen haben kann. Und das muss halt sehr sorgfältig konzipiert werden und fachlich erstmal dargestellt werden, welche Beziehungen es eigentlich da gibt, auf welchen Stufen ich eigentlich oder welche Segmente zum Beispiel ich überhaupt konsolidiert sehen möchte und was sich dort dann entsprechend für eine Matrix daraus ergibt. So, wenn jetzt diese Herausforderungen entsprechend gemeistert werden, die wir angesprochen haben, und dementsprechend Konsolidierungsinhalte und Prozesse optimal gestaltet sind, was bringt mir das eigentlich? Das kann zum einen eben eine Steigerung der Effektivität sein, auf dieser Folie in dem linken Kästchen dargestellt, oder eben der Effizienz. Wenn wir an die Effektivität erstmal denken, dann geht es zuerst mal darum, dass natürlich eine optimierte Konsolidierung dazu beiträgt, dass sich die Komplexität moderner Unternehmensstrukturen deutlich besser abbilden kann und natürlich auch im Kontext der Internationalisierung dort die internationalen regulatorischen Anforderungen besser erfüllen kann. Was die Qualität angeht, kann ich durch eine optimierte Konsolidierung das Risiko von Fehlern natürlich eindämmen, insbesondere wenn natürlich der Prozess so weit wie möglich automatisiert wird. Das heißt eben End-to-End-Gedanke wieder hier, nicht nur das Konsolidierungstool an sich möglichst automatisiert seine Prozesse abarbeitet, sondern von der Datenquelle, meistens eben im ERP-System, bis hin zum Reporting dort auch über die Systemgrenzen hinweg letztendlich eine Automatisierung stattfindet in Form von Schnittstellen, die in den Systemen entsprechend dann auch implementiert sind. Dritter Punkt für die Effektivität. Wir haben auch schon angesprochen Simulationsfähigkeit. Ja, was bringt es mir oder was hat es für einen Effekt, wenn jetzt auf einmal eine At-Equity-konsolidierte Gesellschaft durch Aufstockung der Anteile voll konsolidiert wird? Das wäre ein Beispiel, wo die Konsolidierungsfunktion unterstützen kann, strategische M&A oder Restrukturierungsentscheidungen zu treffen, die dann auch wiederum natürlich idealerweise unterstützt werden durch ein Tool, was so flexible Strukturen und Simulationen schnell und effizient darstellen kann.
Auf der rechten Seite Richtung Effizienz. Klar, wenn der Prozess optimiert ist, dann sollte das auch zu einem schnelleren Abschluss und dementsprechend aktuelleren Zahlen bei hoher Datenqualität führen und die Ressourcen, die damit gebunden sind, überhaupt die Zahlen zu generieren und die Konsolidierung durchzuführen, sollten eben dann auch weniger werden, was bedeutet im Umkehrschluss, ich habe für wertschaffende Arbeiten, nämlich Analyse, deutlich mehr Zeit und Ressourcen. Idealerweise, nicht alles kann man natürlich automatisieren und standardisieren. Insbesondere kommen natürlich immer wieder Anfragen auf Konsolidierungsabteilungen zu, die nicht vorhersehbar sind. Das ist ganz klar. Und deshalb gehört zur Effizienzsteigerung auch, dass es nicht nur ein Standard-Reporting gibt, sondern auch, dass jederzeit schnell zu erstellende und komfortabel zu benutzende Ad-Hoc-Reportings möglich sind. Letztendlich, dadurch, dass eben die Effizienz höher ist und damit auch die Geschwindigkeit der Prozesse, kann die Konsolidierungsfunktion deutlich besser dazu beitragen, die Steuerung des Unternehmens zu unterstützen. Das führt uns zu den Twitter-Aspekten dieser Verbesserung, nämlich das, was sowohl Effektivität als auch Effizienz betrifft. In grün dort eben der Punkt, durch einen hohen Integrationsgrad des Konsolidierungsprozesses kann ich ein konsistentes Performance-Management schaffen, ja, das aktuell ist, qualitativ hochwertig und wenig fehleranfällig und dementsprechend die Unternehmenssteuerung unterstützen. Wenn der Prozess gut aufgesetzt ist, ist er eben auch für alle Beteiligten nachvollziehbar. Die Verantwortlichkeiten sind klar definiert, was wiederum auch die Kommunikation entlang des Prozesses vereinfacht. Das wird dann häufig unterstützt oder idealerweise unterstützt durch Kommentierungsmöglichkeiten. Auch der Kommentierungsprozess gehört zum Konsolidierungsprozess und muss konzipiert werden und kann optimiert werden. Und auch dort bieten eben heutige Tools die Möglichkeiten, auf Excel dann auch dort zu verzichten und oder Word und die Kommentierung entsprechend dann an der Quelle, sprich im Konsolidierungstool neben der Zahl darzustellen. Das Stichwort Systeme ist schon ein paar Mal